das Wort Olympia hört. Ja, ich denke immer noch an London, aber so langsam kommt jetzt doch Rio in den Kopf. Die Vorbereitung läuft ja jetzt schon auf Hochtouren und ich freue mich, dass es bald losgeht. Ist da die Freude genauso groß, obwohl man schon mal Olympische Spiele erlebt hat? Ich glaube, vielleicht noch ein bisschen größer, weil man weiß, wie toll Olympia ist. Vorher hat man das ja immer nur aus dem Fernsehen gekannt oder von Erzählungen und jetzt habe ich es einmal selbst live erleben dürfen und ich freue mich wahnsinnig drauf, nochmal dabei sein zu können. Was war denn das Besondere in London? Ja, als erstes natürlich der Olympiasieg. Das ist schon was ganz Unbeschreibliches und das Genialste gewesen in London. Aber auch sonst, finde ich, ist Olympia einfach was ganz Eigenes. Also du kommst mit so vielen verschiedenen Sportlern zusammen aus verschiedenen Nationen. Natürlich auch mit der deutschen Mannschaft. Und man lernt sich untereinander kennen, fiebert dann mit. Und das ist einfach wie ein großes Sportfest und macht super viel Spaß, dabei zu sein. Wenn das so ein Sportfest ist, besteht da nicht die Gefahr, dass mich zu sehr ablenkt und gar nicht so konzentriert auf den Wettkampf? Ich finde gar nicht. Also in London habe ich das wirklich gut hinbekommen, dass ich mich bis zu meinem eigentlichen Wettkampf echt konzentriert habe und ins Training bin und versucht habe, drumherum nichts mitzunehmen, sondern wirklich fokussiert zu sein. Danach kann man dann aber die Atmosphäre genießen und Olympia erleben. Jetzt sind Sie ja Weltklasse-Sportlerin, haben eine Medaille gewonnen. Gibt es denn in Rio jemanden, den Sie unbedingt mal kennenlernen möchten auf Sportlerseite? Also ich freue mich einfach auf alles. Es ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, speziell der oder die, sondern ja, gemeinsam Olympia erleben zu können und dann mit verschiedenen anderen Athleten ins Gespräch zu kommen, das ist das, worauf ich mich freue. Jetzt sagen ja viele, in Rio ist es auch ein bisschen warm, die klimatischen Verhältnisse sind nicht so toll, vielleicht wie jetzt hier in Düsseldorf oder damals in London. Bereitet man sich in Ihrer Sportart auch drauf vor? Ja, wir haben ja im Sommer immer verschiedene Wettkämpfe draußen, drinnen, im Warmen, im Kalten und wir sind es eigentlich gewohnt, auch unter jetzt ein bisschen schwierigeren Bedingungen Wettkämpfe zu fahren. Wir hatten zum Beispiel Weltmeisterschaften in Kolumbien, wo es extrem heiß und vom Klima her auch schwül war. Wir sind 2 Wochen vor den eigentlichen Wettkämpfen in Rio und ich glaube, dass die Zeit einfach reichen wird, dann auch fit zu sein und sich an die klimatischen Bedingungen anzupassen. Wie war es denn heute so als Model auf dem Laufsteg? Das war mal eine tolle Erfahrung. Was ganz anderes, hat super viel Spaß gemacht, aber ich bin froh gewesen, dass ich Turnschuhe anhatte. Gefällt es denn auch oder muss man jetzt sagen, natürlich, mir gefällt es? Nee, mir gefällt es wirklich gut. Also ich finde, dass die Kleidung richtig toll geworden ist. Die Village Wear ist schon eher so in brasilianischen Farben und freundlich, hell geworden. Und die Trainingswear oder Presentation Wear dann doch sehr, ich würde sagen, klassisch deutsch einfach. Und ich freue mich dann schon, wenn wir in Rio die Kleider auch tragen können. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Wäre das was für nach der Karriere, Modeln oder Designerin? Ah, ich glaube, ich bin nicht so künstlerisch begabt. Also Design wäre eher nicht für mich. Und Modeln, da müsste ich noch 10 cm wachsen und 20 Kilo abnehmen.